Matthias Wölfle war jahrelang auf spiritueller Suche, bis er die Gemeinschaft von Damenhur und ihren Gründer Falco kennenlernte. Anfangs war es nur Neugier, die den Journalisten mit der Gemeinschaft verbunden hat. Heute kann sich Matthias ein Leben ohne Damenhur nicht mehr vorstellen. Gemeinsam mit Martina Ulrich repräsentiert er Damenhur in Österreich und fährt einmal pro Monat nach Italien auf Besuch. Hallo Matthias. Hallo Matthias. Danke, gut. Und dir? Ja, super, gut. Packen wir's, fahren wir. Fein. Ja, ich freue mich. Wo haben Sie sich kennengelernt? In Damenhur direkt? Über Damenhur. Mhm. Über Damenhur. Ich habe als Journalist Vorträge gegeben vor 10, 12 Jahren in Wien, weil ich so fasziniert war, was ich da gesehen habe. Und sie war einer meiner Gäste, was ich mich erinnern kann, stimmt das? Ja. Ja, schon lange her, 12 Jahre. Genau. Ja, für mich war es so, ich habe Damenhur gehört und habe gewusst, es passt, das ist meines. Das warum, hat mich sofort angesprochen. Warum haben Sie das? Das war ein Gefühl, das kann ich nicht sagen. Ich habe gewusst, es hat was mit mir zu tun und da muss man sich das anschauen, oder? Also, und so war es auch. Vor Ihnen liegt eine lange Reise. 10 bis 11 Stunden ist man mit dem Auto von Wien aus unterwegs bis ins Piemont. Dort gründete Oberto Airaudi, der sich heute Falco nennt, gemeinsam mit Gleichgesinnten 1975 die Föderation von Damenhur. Innerhalb von Damenhur wählen alle Bürger einen Namen eines Tieres, einer Pflanze oder eines mythologischen Wesens aus. Makako war eine der ersten Deutschsprachigen, die sich Falco und seinen Visionen angeschlossen hat. Es ist so ein richtiger Teil meines familiären Erlebens ist es geworden. Diese Umarmung und die Freude, das Glänzen in den Augen, das zu spüren in sich selber. Und ja, es ist wunderschön einfach. In Damenhur sind alle Symbole der Völker und Zivilisationen der Vergangenheit dargestellt. Auch jene des antiken Ägypten oder von Atlantis. Dieser Platz hier, der heißt der offene Tempel. Und der offene Tempel ist wirklich offen gegenüber allen Ausdrücken der Spiritualität, der Geistigkeit. Und zwar insofern, als dass wir davon ausgehen, dass es ein Ökosystem von vielen verschiedenen Kräften gibt und dass wir praktisch der kleinste Teil dieses Ökosystems sind. Das heißt, dass in jedem Menschen ein göttlicher Funken ist und dass es eine göttliche, allumfassende Kraft gibt. Es geht also darum, die symbolischen Werte, die symbolischen Eigenschaften durch die verschiedenen Gottheiten vertreten werden, auszudrücken. Und am Anfang gab es eine Suche innerhalb von Damenhur, um wirklich so ein bisschen den roten Faden zu finden. Den roten Faden, der rote Faden der Wahrheit ist, der durch alle verschiedenen Religionen, durch alle verschiedenen Philosophien, durch die ganzen verschiedenen Gedankenwelten durchgehen. Und dann hat man danach gesucht und darum gibt es hier auch so viel verschiedenen Ausdruck. Der Gründer von Damenhur, Falco, hat immer wieder mit Anfeindungen aus dem Vatikan zu kämpfen. Die Kirche nennt ihn Guru und verurteilt ihn. Laut eigenen Angaben steht er schon seit seiner Kindheit, in der er schon die Vision der Schaffung von Damenhur hatte, in Kontakt mit außerirdischen Intelligenzen. Du könntest dann kurz warten, ich würde nämlich gerne in Optimismus gehen. Ja, ja. Machen wir. Okay. Mhm. Danke. Sie macht jetzt den Kreislauf, um den Optimismus zu verstärken. Und zwar gibt es hier auf dem Territorium verschiedene Kreisläufe. Und diese Kreisläufe haben haben ganz verschiedene Funktionen. Also dieser hier, die ist für den Optimismus. Dann gibt es einen, um für eine bessere Verdauung zu haben. Einen gegen wenn man nicht schlafen kann. Und diese Kreisläufe werden praktisch aktiviert, dadurch, dass wir hier nach unserer Forschung auf einem ganz besonders energetischen Territorium sind, weil hier gibt es einen Kreuzungspunkt von 4 synchronischen Linien. Die synchronischen Linien sind Energieflüsse, die praktisch durch den Nordpol auf unserem Planeten eintreten und durch den Südpol wieder austreten. Es gibt 9 Vertikale und 9 Horizontale und die sind nicht gerade, sondern die gehen manchmal ganz hoch in die Luft und manchmal ganz tief in die Erde. Und wir sehen das an, als wenn das praktisch das Nervensystem von unserem Planeten wäre. Wir haben die Idee von unserem Planeten als Gaia, also ein lebendiges Wesen, was intelligent und sensibel ist. Wie ist das Gefühl jetzt? Optimistisch. Na, man merkt schon, dass das was mit einem tut, wenn man da drinnen geht. Und ich erlebe das immer so als Bereicherung. Das ist so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nachher geordneter in mir. Eva und Peter sind seit 3 Jahren fixe Mitglieder der spirituell-tantrischen Gemeinschaft Komaya.
Angeführt wird Komaja vom Kroaten Aba Asis Makaja. Das Ehepaar aus Wien hat in Komaja seine geistige Heimat gefunden und erfährt dort eine ganz neue Art der Liebe. So wie ich auch mit der Eva eine Beziehung habe, habe ich auch eine Beziehung mit Komaja, mit der Gruppe, in meiner tantrischen Gruppe. Komaja ist schon ein wichtiges Teil meines Lebens. Das kann man nicht nur so finden, wirklich, das ist eine spezielle Gruppe. Das kann man nicht so im Alltag solche Leute finden und so eine intime Beziehung mit denen haben, so wirklich intime Freundschaften. Das ist wirklich eine besondere Gruppe. Der Kroate ist das spirituelle Oberhaupt der Gemeinschaft. Er wird von seinen Schülern verehrt und geschätzt. Makaja ist ein spiritueller Lehrer und eine große Inspiration, weil er lebt, wie er sagt, man leben sollte. Und man sieht dann, ja, es ist möglich, so zu leben. Es ist möglich, so eine tiefe Liebe und Beziehungen und spirituelle Entwicklung zu haben. Und deswegen ist er wirklich eine wichtige Inspiration. Den Sommer verbringt Makaja in seiner Heimat Kroatien und hält hier seine Seminare ab. Im Winter lebt er in der Schweiz. Vor 30 Jahren begann der Gründer von Komaja seine Lehre zu entwickeln. Die Liebe bildet dabei die Glaubensgrundlage der esoterischen Lehre der polyamoren Liebe. Iva und Peter kommen mehrmals jährlich hierher. Mit Hilfe von Makaja können sie sich spirituell und menschlich weiterentwickeln. Unter den Mitgliedern von Komaja herrscht dabei eine herzliche Stimmung. Seid ihr gut gereist? Ja, super. Hallo, Sonny, mir. Hallo, Jona. Die Koffer könnt ihr einen Moment hier lassen. Ich gebe euch schon die Schlüssel zuerst. Okay. Warum hat sie sich jetzt Sonny, mir genannt? Sonny, mir ist mein spiritueller Name. Also, wir können hier in Komaja spirituelle Namen vergeben. Und das hat dann auch nicht nur eine schöne Bedeutung, sondern auch der Klang an sich hat eine Auswirkung auf die Psyche von Menschen. Und Sonity heißt klingen, mir heißt Frieden. Also bedeutet übersetzt sowas wie klingender Frieden. Während der Seminare und Treffen werden Gäste in der Pension Makajas untergebracht, in der auch die Seminare abgehalten und Makaja mit seiner Familie wohnt. Peter und Iva haben sich hier zum ersten Mal getroffen. Wie haben Sie sich kennengelernt? Hier. Also die Sommerschule habe ich damals besucht, sie auch das erste Mal und ja. Ja, wir haben erst ein paar Tage eigentlich nicht geredet und ich weiß nicht. Und dann auf einmal, dann haben wir uns hier kennengelernt, dann habe ich sie besucht, weil dann hat sie auch jemand anderen kennengelernt und somit hat es auch eigentlich schon eine erste Polyamore-Situation gegeben, wo ich konfrontiert wurde mit dass sie auch jemand noch weitere liebt und wie ich damit umgehen kann. Also wie ist das für Sie, in zwei Männer verliebt zu sein? Es hat Sinn gemacht und ja, okay. Es ist neu auch für mich und es war alles so auf einmal mit ihm und den anderen. Aber warum muss ich nur, wenn ich ihn habe, warum kann ich nicht in jemanden anderen verliebt bin? Diese Mehrliebe, Polyamorie genannt, wird in Makaja-Seminaren gelehrt. Jedem, egal ob er in einer Partnerschaft lebt oder nicht, ist es erlaubt, sich auch in jemand anderen zu verlieben und diese Liebe auch zu leben. Rund 40 Personen sind diesmal zum Makaja-Seminar gekommen, oft sind es aber noch weit mehr. Mit Gesang und Musik erwarten sie ihren Guru. Makaja möchte diesmal eine Liebesmeditation mit seinen Schülern abhalten. Ihr seht, wie ich diese zwei schönen Frauen hier gegenübergestellt habe. So macht ihr alle jetzt einfach dort, wo ihr seid. Der innere Kreis dreht sich zu der Person hinter dir. Die Grundaussage von mir ist, das, was wir brauchen, ist nicht freier Sex, sondern freie Liebe.
Und freie Liebe soll unter anderem frei sein, auch von unkontrolliertem Sexualtrieb. Tue deinen Sex, wie du willst, mit wem du willst, wie viel du willst, aber sei ehrlich in alle Richtungen, zu allen, die involviert sind oder potenziell involviert sein könnten. In Damenhur leben die Mitglieder aufgeteilt in Wohngemeinschaften von 20 bis 25 Leuten. Diese werden Nukleus genannt. Forschung spielt in Damenhur eine große Rolle. In diesem Baumnukleo leben die Mitglieder in Holzhütten über der Erde und widmen sich der Erforschung von Pflanzen als intelligente Lebewesen, die mit den Menschen kommunizieren. Wie lange wohnen Sie schon in Damenhur? Ich wohne nun seit fast 20 Jahren in Damenhur. Seit 8 Jahren in diesem Baumhausdorf. Wie ist das, in einem Baumhaus, in so einer Siedlung zu wohnen? Es ist ein Abenteuer. Man ist hier und hat Kontakt zu Bäumen. Bäume sind intelligente Wesen. Man kann sich damit befassen, auch mal mit ihnen einen Dialog zu eröffnen, sie in seine Träume einzulassen. Und da kommen interessante Dinge raus dabei. Mit Hilfe eines Synthesizers, der mit Elektroden an die Pflanzen angeschlossen wird, wird ihre Musik hörbar gemacht. Mit Hilfe dieser kommunizieren die Pflanzen. Bereits internationale Stars wie Sting waren hier zu Gast, um dieser Musik zu lauschen. Hier hört ihr Pflanzen, die Musik machen. Das heißt, sie wird mit ihren Blättern ein unterschiedliches elektrisches Potenzial erzeugen, welches von den Elektroden weitergeleitet wird in dieses Gerät, das Biofeedback-Gerät, das diese sehr feinen Variationen, also diese Signale empfängt. Und das in den Synthesizer weiterleitet. Jede Variation wird übersetzt in eine Note. Das heißt, die Pflanze kann hiermit selber bestimmen, welche Töne sie erzeugen will. Sie wird variieren, sie wird eine Melodie spielen, einen Rhythmus kreieren und uns somit etwas über sich selbst mitteilen. Und was teilt sie mit, jetzt durch die Musik, die Pflanze? Hören Sie doch zu. Das ist ein Dialog, den man in sich eröffnen muss. Die Pflanze kann unsere Emotionen spüren. Also das ist so ähnlich wie eine telepathische Verbindung, die die Pflanzen mit uns haben. Das heißt, in diesem Moment ist ihre Musik ein Feedback für die Emotionen aller Leute, die zuhören. Eine Universität in Wien hat sich bereits der Erforschung dieser Pflanzenmusik gewidmet. In Damenhur wird aber auch mit den Pflanzen gesungen. Sie reagieren auf die Emotionen, die durch den Gesang transportiert werden, und verändern ihre Musik. Auf diese Weise kann man mit der Pflanze in einen Dialog treten. Wenn ich mit den Pflanzen singe, geben sie viel mehr Noten von sich. Jetzt ist es ganz still. Die eine spielt weiter und die andere macht nur eine Note. Es gehört zu unseren Forschungen, die seit 20, sogar 30 Jahren in diesem Feld geschehen. Und zwar wollten wir am Anfang sehen, ob Pflanzen intelligente Wesen sind. Kann man mit ihnen interagieren? Kann man mit ihnen dialogieren? Und ja, die Antwort war ja. Es kommen nicht nur Impulse, sondern es kommen Impulse, die variieren. Und daher haben wir eben weitergeforscht und sind darauf gekommen, dass man das in eine Art Sprache übersetzen kann, eine Kommunikation mit Pflanzen. Ich glaube jetzt von meiner Position aus gar nicht, dass ich sagen könnte, dass hier bewusste Mitteilungen sind, sondern dass es eine Ausdrucksweise der Pflanze ist, wie sie sich fühlt. Es sind einfach Mitteilungen aus der Welt, in der sie lebt. Meine Pflanzen sind jetzt wie meine Haustiere zu Hause. Die begrüße ich jetzt jeden Tag, wenn ich komme, und spielt auch was zurück. Wenn geantwortet haben sie mir noch nicht so, aber schau mal. In Kroatien leitet Markaja eine Liebesmeditation. Dabei ist es egal, ob sich die jeweiligen Paare gegenüber sitzen oder zwei gleichgeschlechtliche Mitglieder. Wir schließen die Augen, wir entspannen, wir vergessen auf die Umgebung,
entspannen und begreifen, langsam in unserem Inneren. Dass die Ekstase, die Liebe, die Verzückung gehören zu jedem von uns. Hier lernen wir wieder vor allem den Mann, wie dass man den Koitus verlängert. Aber auch die Frau darf nicht Orgasmus zu schnell haben. Wenn wir den Koitus verlängern, dann konditionieren wir die Zentren für Genuss im Gehirn, dass sie produzieren viel mehr von diesen Drogen des Glücks. Und wenn wir dann regelmäßig Sex machen, so wie man es lehrt bei meinen Kursen, dann passiert es, dass diese Konditionierung des Gehirns eigentlich dauert durch den ganzen Tag. Wie lang kann es dauern? Bei mir ist es einmal passiert. Ich wollte es nicht so lange, aber es ist passiert. Es war eine besondere Partnerin und es war circa 10 Stunden. Bei dieser Übung versuchen wir jetzt, dieses ekstatische, wunderbare Gefühl zu schenken zu der Person gegenüber. Wir öffnen die Augen und einfach beschenken einander. Bei dieser Meditation sollen sich die Teilnehmer an ihre schönste Verliebtheit erinnern und die sexuelle und positive Energie, die diese Erinnerung wachruft, ihrem Gegenüber schicken. Was ist da jetzt passiert? Ja, wir haben jetzt eine Liebesmeditation gemacht. Und das ist immer etwas sehr Intensives. Es ist so wie Liebe machen, aber auf einer geistigen Ebene. Oder es ist wie wenn sich zwei Seelen begegnen. Und man hat einfach keinen physischen Kontakt, aber durch die Augen spürt man die Person. Wenn man auf seine schönste Verliebtheit denkt, das ist schon urschön. Und dann das jemandem zu zeigen, das ist wirklich erfüllend. Ich würde das so sagen, wirklich, ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben, ich bin mit den Worten. Komaya besteht aus 3 tantrischen Gruppen, die bei tantrischen Abenden und Übungen streng unter sich bleiben. Makaya hat sich früher sexuell in alle Gruppen eingebracht, mittlerweile beschränkt er sich jedoch auf eine. Es gibt nur eine tantrische Gruppe, wo ich auch sexuell mitmache, also physisch sexuell. Ich brauche es eigentlich nicht. Ich habe eher zu viel, wie sagen wir, zu viele wollen es mit mir. Und das ist sowieso, ich meine, wenn jemand bekannt wird und in Medien sehr bekannt wird, dann alle Menschen wollen mit Michael Jackson oder ich weiß nicht, mit Beyoncé Liebe machen. Oder?